Ja, ich gebe es dazu, von außen sieht das Gebäude recht langweilig aus, aber da drin sitzt ein Team von Spieleprogrammierern, das die Welt der Shooter-Games revolutionieren will. Genug gelabert, jetzt schauen wir rein. Akoni. Neben mir steht jetzt André Herbst, einer der Gründer von Akoni. Und hey, es gibt ja schon eine ganze Weile mal ein paar Infos immer im Netz so zu Parabellum. Aber für die noch gar nie was davon gehört haben, um was geht's in Parabellum überhaupt? Also Parabellum ist ein Massive Multiplayer Shooter, MMORPGs, sprich ein First-Person-Shooter mit MMO-Elementen. Und das Setting spielt in New York 2018, wo Söldner in New York eine Atombombe platzieren. Und wieder andere Söldnergruppen müssen eben diese Bombe versuchen zu entschärfen. Somit kann der Spieler entscheiden, welcher Söldnergruppe er sich anschließt. Und somit dann eben dafür sorgen, dass die Bombe hochgeht oder eben auch nicht hochgeht. Okay, jetzt müsst ihr aber auch zugeben, die Story, die hört sich jetzt schon ein bisschen Counter-Strike verdächtig an. Erwartet uns da vielleicht auch so ein bisschen ein Klon von Counter-Strike? Also in keinster Weise. Wir haben mit den MMO-Elementen ganz klar Elemente im Spiel, die Counter-Strike so überhaupt gar nicht drin hat. Unser Spiel spielt sich auch anders, wir sind schneller und haben auch ein komplettes Character-Development-System. Das heißt, der Spieler kann auswählen, wie sein Charakter aussehen soll, kann ihn komplett verändern, wie er es will und kann dann eben anfangen zu kämpfen. Von dem her haben wir eine Menge zu bieten und sehen uns auf keinen Fall als Klon. So, wir sind hier jetzt im Art-Bereich und ich dachte ja eigentlich immer, Art-Bereich, das ist was mit Zeichnen von Hand oder so, aber ist wohl nicht ganz so. Hier ist mein Namensvetter Stefan und du machst was hier? Ich bin Character Artist hier bei Akoni. Wir kriegen hier von unserer Concept Artist 2D-Zeichnung. Also sie zeichnet quasi klassisch auf diesem Grafiktablett hier, das ist wie ein Blatt Papier. Und wir in einem Spiel haben wir natürlich 3D, das heißt, wir müssen das Ganze in die dritte Dimension irgendwie bringen. Und wir müssen dieses Konzept jetzt umsetzen. Das heißt, wir müssen quasi von diesem hier, von diesem Bild, müssen wir zu dem hier kommen. Diese Figur, die jetzt aus vielen Millionen Polygonen besteht, können wir natürlich nicht so im Spiel verwenden. Das heißt, wir müssen das Ganze übertragen auf ein deutlich niedrig aufgelöstes Modell, was nur ein paar tausend Polygone hat. Also von ein paar Millionen gehen wir auf ein paar tausend runter und bringen dann dieses niedrig aufgelöste Modell in die Engine. Und das ist jetzt wirklich im Spiel. So sieht es dann später aus. So, jetzt sind wir im Animationsbereich und das sieht schon mal richtig cool aus hier. Hey, sag mal, wie funktioniert das? Was du hier gerade siehst, ist eine unserer coolen Taunt-Animationen in Parabellum. Durch die Unreal Graphic Engine können wir eine Menge cooles Zeug machen. Grundsätzlich basiert unsere Arbeit auf diesen Motion-Capturing-Animationen. Damit wollen wir den Zockern da draußen das beste Spielerlebnis bieten. Das hier ist unser Animationsprogramm, das auf der Graphic Engine basiert. Wie du siehst, arbeiten wir auch darin sehr, sehr viel. Hier siehst du eine unserer Rennanimationen. Das Ganze ist sehr interaktiv. Hier können wir alle möglichen Dinge auf einmal sehen, zum Beispiel unser Rennsystem. Bei unserer Arbeit legen wir sehr viel Wert auf natürliche Bewegungen beim Rennen, beim Gehen oder auch in der Hocke. Diese Bewegungen sind bei unserem Spiel wirklich beeindruckend. In Zukunft wollen wir so viele Taunt-Animationen wie nur möglich nachliefern. Ich glaube, das wird ein großartiges Spiel. So, ich bin jetzt hier im Level-Design und ich habe hier den Mark. Du bist der Lead-Level-Designer. Richtig, genau. Und du arbeitest seit wann an den Maps für Parabellum? Seit ungefähr 2,5 Jahren jetzt. Okay, und wie funktioniert das so? Wie kann ich mir das vorstellen? Also im Prinzip läuft es so ab, dass alles erstmal im Kopf anfängt. Also man überlegt sich, was möchte man genau umsetzen, was für eine Art von Gameplay möchte man erreichen und fängt an, sozusagen im Kopf bestimmte Ideen auszuspinnen. Wenn es sozusagen den Punkt erreicht hat, wo man halbwegs zufrieden mit ist, fängt man dann eben an, das in Papierform zu bringen. Ja, und als nächstes geht es dann daran, dass sozusagen das, was in 2D vorhanden ist, dann wirklich dreidimensional umzusetzen. Und dazu benutzen wir eben den Editor, mit dem wir Level-Designer eigentlich alles sozusagen ausblocken. Und da geht es im Prinzip darum, wirklich zu testen, inwiefern das Gameplay gebalanced ist. Es findet sehr oft statt, dass wir alleine oder wir als Level-Designer untereinander die Levels in dem frühen Stadium testen, dann auch mit mehreren Leuten. Weil klar, je mehr Leute spielen, das kann alles dann variieren, sag ich mal. Anzocken ist ein gutes Stichwort, das mache ich jetzt auch mal.
das war's von meinem Besuch bei Alconi. Parabellum wird voraussichtlich im Herbst erscheinen und im Sommer gibt es auch noch eine öffentliche Beta, da kann dann jeder mitspielen. Ob dann Parabellum Counter-Strike vom großen Shooter-Thron verdrängen kann, das wird sich demnächst zeigen. Aber ich glaube, die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht. Aber hey, McPhil, ich glaube, wir zocken noch mal eine Runde, oder? Ja, alles klar. Komm jetzt.